Man muss eben Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Gothic. Wir sind ja eigentlich auf dem Weg zu Kor'Kalom, waren aber in der letzten Folge dann erstmal noch kurz bei Torus, der uns die Aufnahme bei den Gardisten des alten Lagers angeboten hat, haben aber auch die Möglichkeit Magier zu werden. Deswegen wollte ich eben nochmal kurz Milton ansprechen. Hallo. Ich dachte, das und er soll uns mal was über die Feuermagier erzählen. Erzähl mir was über die Feuermagier. Der Kreis des Feuers bezieht seine Macht von der Gnade Innos. Der Gott des Lichts, der Wahrheit und der Gerechtigkeit wacht über uns. Die Magier betrachten sich selber als die Erwählten. Und so behandeln sie auch alle anderen. Ich hatte das Glück, damals aufgenommen zu werden. Koristo hat mich zu seinem Lehrling gemacht. Vermutlich hat er einfach Lust auf Unterhaltung. Seitdem bemühe ich mich jeden Tag, meine magischen Fähigkeiten zu steigern, damit ich in den nächsten Kreis aufgenommen werden kann. Mhm. So, wenn wir jetzt Lehrling der Magier werden wollten, so wie Milton. Sag mal, was müssen wir da tun? Ich will ein Lehrling der Magier werden, so wie du. Koristo hat mich damals erwählt, weil ich eine besondere Sache für die Erzbarone erledigt habe. Ohne dass du etwas Herausragendes leistest, wird er dich nicht als Lehrling in Betracht ziehen. Du musst außerdem dem alten Lager angehören. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Koristo ein Mitglied eines anderen Lagers als Lehrling akzeptiert. Kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Wir sehen uns. Aber ich habe mich in der Zwischenzeit entschieden, wir werden kein Lehrling der Magier werden. Trotzdem gehe ich mal rein und spreche mal an. Und, ach, erzähl doch mal, wie es ist, ein Magier zu sein. Erzähl mir, wie ist es, ein Magier zu sein? Wir sind die Magier des Feuers, die Diener von Innos, dem Obersten aller Götter. Unsere Magie ist ein Geschenk der Götter. Wir sind auserwählt, zugleich Priester, Lehrer und Richter zu sein. Ein Geschenk, das zugleich eine Bürde ist. Ein Amt, das unser Leben bestimmt. Ja, in den Kreis der Magier möchte ich ja nicht aufgenommen werden. Deswegen gehe ich gleich mal zurück zu Torus, der uns ja in den Kreis der Gardisten aufnehmen möchte. Was wir auch so jetzt tun werden. Und dann, denke ich, wenn wir uns hier in der Burg noch ein bisschen umschauen, nach Lehrern. Hey, Torus. Für Gomez. Ich will Gardist werden. Ich will Gardist werden. Das freut mich. Doch zunächst, es gibt da ein paar Dinge, die ich jedem Neuen sage. Pass gut auf, denn ich sage sie nur einmal. Bisher hast du versucht, auf eigene Faust zu überleben. Damit ist nun Schluss. Meine Jungs halten zusammen. Wir Gardisten beschützen die Erzbarone. Das Erz, das Lager und die Mine. Die Butler schürfen das Erz. Aber wir sorgen dafür, dass sie nicht von den Crawlern gefressen werden. Die Barone verhandeln mit dem König. Aber wir decken ihren Arsch dabei. Wir stehen Tag und Nacht in der Mine. Wir stehen Tag und Nacht an den Toren des Lagers und passen auf, dass alle ruhig schlafen können. Als wir hier angefangen haben, da waren wir freiwillig. Aber wir haben uns behauptet. Wir alle haben hart dafür gearbeitet, uns dieses Leben aufzubauen. Ich erwarte nur eins von meinen Jungs, dass sie zusammenhalten. Denn nur wenn wir zusammenstehen, dann werden wir das alles behalten können. Dann überleben wir. Alles andere wirst du schon mit der Zeit rauskriegen. Halte dich bereit und hilf da, wo gerade Not am Mann ist oder irgendwas zu erledigen ist. Du kannst dir bei Stone deine Rüstung und dein Schwert holen. Du findest Stone im inneren Ring, in der Schmiede. Das passiert mir nicht noch. Okay, dankeschön. Hier können wir es gleich Zweihänder lernen. Aber ich frage erstmal, ob er mich noch so trainieren kann. Kannst du mich trainieren? Ich kann dir zeigen, wie du deine Geschicklichkeit und deine Stärke verbesserst. Ja, das ist doch gut. Wir haben ja noch 10 Lernpunkte übrig. Die würde ich ganz gern in Stärke investieren. Denn dann sind wir schon mächtig stark. Ach, noch eine Sache. Willkommen bei der Garde.
Ich hab gehört, du bist jetzt einer von uns. Nicht schlecht in so kurzer Zeit. Jo, dankeschön. Alles klar? Na, alles klar? Lunger hier nicht rum. Geh rein. Ja, ist ja recht, Chef. Okay, zu Stone sollen wir gehen und unser Schwert abholen. Wir haben jetzt übrigens eine Stärke von 55. Soweit ich weiß, reicht das gerade so für den ersten Zweihänder. Stone. Hallo, Stone. Für Gomez. Ich brauche eine Rüstung. Torus hat dich in die Truppe aufgenommen. Glückwunsch. Wieder einer mehr, der seinen Hals für Gomez in die Schlinge legt. Na, mir soll's recht sein. Hier, nimm die Rüstung und dieses Schwert. Willkommen bei der Garde. Dankeschön. Schauen wir uns alles gleich mal an. Das Schwert, das Gardeschwert hat ja weniger, macht ja weniger Schaden als unser Kampfschwert. Und ist auch weniger wert, das kann ja gar nichts. Dafür haben wir jetzt die leichte Garderüstung. Und wir erhalten 5 mehr Schutz vor Waffen. Naja. Hey, dafür, dass du noch nicht so lange hier bist, hast du es ziemlich weit gebracht. Dankeschön. Sag mal, du kannst mir doch bestimmt was verkaufen, oder? Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Ich könnte dir ein paar Sachen verkaufen. Eigentlich will ich hauptsächlich dir was verkaufen, und zwar die 2 alten Rüstungen. Und du hast ja auch ein bisschen Erz. Dann gehen wir noch gleich mal hin und verkaufen die Schattenkluft. Und die Schattenrüstung. Und auch die 2 Schwerter. Und hast du denn sonst noch eine richtig geile Waffe für uns? Nein, hat er nicht. Habe ich mir fast gedacht. Also wenn du... Also was hat er denn da für einen Bogen? Ein Reiterbogen. Geschicklichkeit 12. Och, nee. Ich nehme lieber mal... Ach, wir haben schon 75 Dietriche. Das sollte eigentlich reichen vorerst mal. Also nehmen wir die 1083 Erz. Sonst hatte er ja nicht wirklich was für uns. Dann sind wir jetzt dann insgesamt bei 3700 Erz. So, Handel abgeschlossen. Dankeschön. So, und die neue Rüstung sieht doch gleich auch viel besser aus. Und jetzt können wir mal schauen, von wem können wir hier denn noch was lernen. Das ist ein Gardist. Er hat keinen Namen. Da hinten steht einer bei diesen Jungs, die da üben. Scorpio. Hallo, Scorpio. Für Gomez. War die beste Entscheidung von dir, zu uns zu kommen. Das war's schon. Für Gomez. Also, kann ich von dir lernen? Jawohl, das wollte ich wissen. Kann ich von dir lernen? Wenn du genug Erz hast, zeige ich dir den Umgang mit der Armbrust. Gib mir einfach 200 Erz. Ja, nicht mehr auf das Stück Phase. Jo, ist nicht billig. Kostet auch 10 Lernpunkte, die wir im Moment nicht haben. Auch haben wir noch gar keine Armbrust. Kann schon sein. Was gibt's denn hier sonst noch so? Gehen wir mal da rein. Hier kann man... Ja, so der Schießstand. Kann man mit der Armbrust oder dem Bogen üben. Die einzelnen Erzbrocken mache ich mir jetzt mal nicht die Mühe, die aufzusammeln. Was hat's denn hier? Ein paar Fässer. Kessel. Aber sonst nichts. Gut, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in Richtung Sumpflager, um Korkalom unsere Aufwartung zu machen und ihm die Eier der Crawler-Königin zu übergeben. Und ich finde es gut, dass wir bisher die Musik von In Extremo noch nicht ausgelöst haben. Ist zwar, also wie ich persönlich finde, nicht schlecht die Musik, aber es ist eben A, das gleiche Lied, immer und immer wieder. Und zwar Herr Manelik, wenn ich mich gerade nicht täusche. Und wenn ich es denn ja, hier laufen lassen würde, müsste YouTube das Video ja sperren. Wegen
geschütztem Inhalt und so weiter und so fort. Und das wollen wir ja nicht. Aber ich hätte gern so eine schwere Garderüstung. Du hast dich ziemlich schnell nach oben gearbeitet. Gut gemacht, Mann. Tja, man tut, was man kann. Und Schutzgeld kriegst du natürlich keins von mir. Vor allem nicht, da ich jetzt einer von euch bin. Und ja, bis jetzt sind wir noch ganz gut dabei. Ach, schauen wir mal, ob es hier vielleicht auch wieder neue Mole Rats hat. Die hatten wir ja beim letzten Mal nicht abgeschlachtet und auch nicht beim letzten Mal, sondern ganz am Anfang war das ja, wo wir noch sehr vorsichtig zu Werke gehen mussten. Und wie ihr seht, es hat hier nur eine Mole Rat. Nicht wie ganz am Anfang drei. Ansonsten haben wir hier, glaube ich, schon alles weitere getötet, was es da so gibt, beziehungsweise gab. Insofern dürfte uns ein relativ ereignisloser Weg bevorstehen in Richtung Sumpflager. Und ich bin da mal gespannt, was uns Korkalom denn als Belohnung anbietet. Für den Fokus hat er uns ja läppische 50 Erz gezahlt. Das hat sich ja eigentlich überhaupt gar nicht gelohnt. Und die Eier der Crawler-Königin, ohne die ja dass diese große Anrufung, dieses große Ritual ja auch nicht stattfinden kann, die sollten doch etwas mehr wert sein, findet ihr nicht? Aber wir werden es ja gleich sehen, was er uns denn dafür zahlt. Denn wir sind ja immerhin kein Mitglied des Sumpflagers und reißen uns hier wirklich den Anus auf für die Jungs. Und ich denke, da kann man schon eine gewisse Belohnung erwarten. Als Mitglied des Sumpflagers hätten wir natürlich gar nichts bekommen, außer einen feuchten Händedruck und ein Dankeschön. Und ja, das ist jetzt nicht wirklich viel. Es füllt weder Magen noch Geldbeutel, beziehungsweise Erzsack. Und ja, das ist halt nicht viel, ne? So ein Dankeschön, feuchter Händedruck. Ich bin auch mal gespannt, ob Lester gleich noch was zu melden hat. Ich denke fast schon. Denn der hat es bestimmt ja auch schon gehört, was wir in der alten Mine geleistet haben. Na, Lester? Nein? Der Schläfer möge dich behüten. Lester hat nichts zu sagen. Hat's wohl noch nicht gehört. Oder findet es nicht allzu toll? Ich gehe mal hier rum wieder. Das ist ja, glaube ich, der, ich sag mal, offizielle Weg. So, sind wir hier, dann da vorne ist ja wieder die Schmiede und da vorne sind auch schon die Leitern, die zu Korkalom führen. Ich gehe jetzt absichtlich mal nicht beim Krauthändler vorbei, weil erstens Erz haben wir genug, zweitens rauchen wir das Zeug nicht, was er uns schenkt und drittens wäre es ein kleiner Umweg gerade. Erstmal abwarten, es wird nicht so heiß gegessen. So, Korkalom, da bist du ja. Was willst du? Dir ein paar Eier geben. Ich habe Eier einer Crawler-Königin gefunden. Ich wusste es. Meine Vision war ein Zeichen. Die Eier ihrer Königin enthalten also das starke Sekret. Ausgezeichnet. Damit kann ich ein Elixier brauen, das uns den Kontakt zum Schläfer ermöglicht. Was ist mit der Belohnung? Ah, ja, richtig. Danke. Ich meine eine handfeste Belohnung. Na gut, na gut. Was willst du? Also für dieses Danke hat er sich ja wohl wirklich... ja, anstrengen müssen. Danke. Ja, super. Auf jeden Fall können wir jetzt wählen, einen Mana-Trank, Erz, Heilmittel, eine Waffe oder eine Rune.
Eine Waffe, na gut, wir haben ja eigentlich schon eine Waffe, die gar nicht so schlecht ist. Eine Rune, ich weiß nicht, was für eine Rune das ist. Wahrscheinlich eine aus dem ersten Kreis, irgendwie so Licht oder irgendwie sowas. Heilmittel, gibt halt Heiltränke wahrscheinlich. Mana-Trank gibt Mana-Trank und Erz gibt Erz. Erstaunlicherweise. Ich glaube, ich nehme die Heilmittel. Ein Heilmittel. Möge dieser Trank dein Leben verlängern. Dankeschön. So, dann gehen wir auch gleich noch die ganzen Crawler-Zangen ab. Ich habe Crawler-Zangen für dich. Sehr gut. Nimm einige meiner besten Tränke als Belohnung. So, schauen wir uns erstmal diesen Trank an. Möge der Schläfer dich erleuchten. Schauen wir uns erstmal diesen Trank an. Könnte sich so anders, ob das vielleicht was Spezielles wäre. Jawohl, da ist er ja. Bonus für maximale Lebensenergie 5. Nehmen wir doch gleich mal. Und haben jetzt 165 Lebensenergie. Was willst du? Das ist doch gar nicht schlecht. Ich habe dann nur noch eine Frage, Kokolom. Kann jetzt die Anrufung beginnen? Ich kann nun die Anrufung des Schläfers beginnen. Nein, es ist mir noch nicht gelungen, eine Methode zu entwickeln, den Fokus aufzuladen. Uns fehlt das alte Wissen über diese Artefakte. Heißt das, es war vergebens, die Eier zu holen? Nein, hör mir zu. Es gibt einen Almanach, in dem das steht, was wir wissen müssen. Wir haben dieses Buch dem Feuermagier Coristo aus dem alten Lager abgekauft. Allerdings ist es beim Transport vom alten Lager hierher geraubt worden. Ich hatte Thalas, einen Novizen, damit beauftragt, das Buch zu mir zu bringen, aber er wurde überfallen. Er hat mich enttäuscht, aber ich habe ihm noch eine Chance gegeben. Er hat nun den Auftrag, den gestohlenen Almanach zurückzuholen. Sprich mit ihm. Er wird alle Hilfe brauchen, die er bekommen kann. Okay, ist das so ein Schwachmat oder was? Okay, wo ist Thalas? Wo finde ich Thalas? Er versucht, auf dem Vorplatz des Tempelbergs Leute zu finden, die ihm helfen. Gut, dann weiß ich ja, wo er ist, aber wer hat den Almanach eigentlich gestohlen? Neues Lager, altes Lager? Wer hat den Almanach gestohlen? Thalas hat berichtet, dass er von schwarzen Goblins überfallen wurde. Merkwürdig, aber nicht unmöglich. Wer weiß, vielleicht wollen Goblins ja auch mal lesen. Oder so. Oder wollten einfach nur jemanden verprügeln. Habe ich allerdings noch nicht gesehen auf dem Weg vom alten Lager hierher. Auf jeden Fall die übliche Frage. Was ist denn für mich dabei drin, guter Mann? Was ist für mich drin? Habe ich nicht schon mehr als einmal meine Großzügigkeit bewiesen? Du wirst angemessen entlohnt werden. Okay. Nehme ich mal so hin. Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Ja, ja. Auf jeden Fall werden wir uns in der nächsten Folge dann auf die Suche nach dem Almanach machen. Denn wenn ich da jetzt wieder unten angekommen bin, dann werde ich abspeichern und die Folge heute für hier beenden. Und dass ich hier Richtung Schmiede gehe, hat auch einen bestimmten Grund. Den verrate ich euch aber erst in der nächsten Folge. In diesem Sinne bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Bis denn. An der Geschichte muss wohl doch was